Ja, hallo Nepomuk. Ja, hallo Simone. Schön, dass du da bist. Wow. Genau, heute haben wir mit Moped unterwegs. Der Nepomuk mit Moped. Und wir? Herzlich willkommen zu Joselines Traum TV. Hallo ihr Lieben. Hallihallo. Ich bin heute mal wieder nicht alleine. Und ihr werdet euch schon fragen, warum ich das hier alles gerade so mache. Weil ich festgestellt habe, dass immer mehr die Schöpfungskraft nach vorne möchte und ihr, eure Seele möchte sich einfach mehr präsentieren. Und da möchte ich euch so wundervolle Herzensmenschen zeigen, wie eben den Nepomuk, der mit mir schon so unglaubliche Interviews gemacht hat, denn er ist Filmemacher. Aber er war ja nicht immer Filmemacher. Und ich darf ihn euch heute vorstellen, den Nepomuk Meyer. Johann Nepomuk Meyer, schön, dass du da bist heute. Ja, hallo Simone, schön, dass du mich aufgesucht hast heute. Ja. Ganz spontan haben wir uns heute verabredet an einem wundervollen See. Ja, Postmünsterer See. Mhm. Das ist deine Heimat hier? Ja, also das ganze Niederbayern ist eigentlich meine Heimat oder die Erde, sagen wir mal so, ist meine zweite Heimat. Meine erste Heimat ist ja das ganze Universum, ne? Da passen wir gut zusammen mit Joseline. Ne? Mhm. Und ja, Joseline hat mir schon vor ein paar Wochen gesagt, ich soll mich mit dem Nepomuk treffen. Ich höre ihr ja auch ganz klar zu. Und wir haben jetzt gerade so eine Energieübertragung gemacht, wir beide. Wir haben uns gerade die Hände gehalten und haben miteinander uns verbunden. Und dadurch ist wieder etwas ganz Besonderes passiert. Und jetzt schwingen wir schon wieder ganz anders. Und das ist es, wenn man nämlich miteinander in Resonanz geht, wenn man einfach sich anschaut oder auch sich berührt, was ja jetzt in Corona-Zeiten nicht so toll ist, bedeutet aber nicht, dass dein Gefühl da nicht richtig ist. Ja? Also folgt immer euren Herzen. Und deswegen, lieber Nepomuk, magst du mir mal ein bisschen erzählen, wie du eigentlich zum Filmemacher geworden bist? Das ist ja ein längerer Prozess. indem dass mir früher als Marketingagentur, Kommunikation, Unternehmensberatung, Schwerpunkt im Strategie, Positionierung am Markt, haben wir auch früher schon ja, Imagevideos gemacht, Imagefilme gemacht, die Unternehmen hier präsentiert auf dem Markt. Mhm. Und da haben wir das Handwerk schon mal ein bisschen gelernt, wie das funktioniert, wenn man irgendein Produkt verkaufen will. Mittlerweile geht es mir gar nicht mehr darum, Produkte zu verkaufen, denn ich bin ja, sage ich mal, vom Saulus zum Paulus geworden. Also das heißt vom ja, Vollmaterialisten zu einem, der sich aufgemacht hat, diese geistige Welt zu erkunden und die Erkenntnisse daraus, dass diese Realität nicht das ist, von dem wir immer denken, dass es ist. Und da werden wir heute auch drüber sprechen. Also ich hatte ja im Leben schon viele, viele mystische Erlebnisse, die ich bis zum fast 55. Bis zum 52. Lebensjahr eigentlich soweit verdrängt hatte, dass ich gesagt, okay, wahrscheinlich lässt sich das materialistisch erklären. Und dann kam ein Ereignis, das war so gewaltig, das ließ sich dann nicht mehr materialistisch erklären. Oh, und was war das für ein Ereignis? Ja, das, wer mich kennt, vielleicht kennt diese Story schon, aber vor 6 Jahren ist unsere Schwiegermutter verstorben. Es war an einem Donnerstag und wenn ich das jetzt kurz fassen darf, wir hatten dann eine sogenannte direkte Stimme in unserem Familienhaus. Mhm. Jeden Samstag um 11 Uhr. Und die ersten paar Mal denkst du natürlich, du hast sie verhört oder das gibt es ja gar nicht. Oder was ist denn hier der Radio oder Lautsprecher oder irgendetwas oder das Klingelton von der Tochter, nichts. Nein, das Lachen war ja praktisch mitten im Raum, auch direkt neben dem Ohr oder keine Ahnung. Und, so und jeder, der gesagt hat, ihr habt einen an der Waffel, habe ich gesagt, komm hin, hinsetzen, zuhören. Und es ist dann auch passiert. Und am Anfang war es natürlich voll erschreckend, auch für die Kinder, die sind dann schreiend aus dem Haus gerannt. Aber mittlerweile haben wir dann gewusst, okay, für was diese Aufforderung, ich habe es dann als Aufforderung empfunden, diesen Weg einzuschlagen, denn ich hatte auch während, indem die Schwiegermutter noch gelebt hat, sehr viele Diskussionen gehabt über das Thema Materie, über das Thema, ja, was ist Realität und so weiter und so fort, weil mir die Quantenphysik und diese Dinge schon immer fasziniert haben, aber ich konnte es nicht richtig greifen. Und damals war es schon so, dass eigentlich die Schwiegermutter gesagt hat, normalerweise müsstest du eigentlich einen anderen Job machen, du müsstest dich eigentlich mit diesen ganzen Wissenschaftlern weltweit unterhalten und hier sprechen. Das wäre eigentlich der richtige Ansprechpartner und nicht, sage ich mal in Anführungsstrichen, wir normalen Menschen, die von diesen Dingen überhaupt nichts wissen. Und ja, dieses Ereignis hat mir also dazu gebracht, diese Dinge zu hinterfragen, weil ich gesagt habe, eigentlich gibt es es nicht. Was habe ich da übersehen in unserem Weltbild?
Und das, was ich jetzt herausgefunden habe, ist eigentlich das Gegenteil von dem, was ich vorher gewusst habe. Und ich habe in den letzten 6 Jahren mehr dazu gelernt als die anderen 52 Jahre vorher. Also du hast quasi deinen Horizont plötzlich geweitet, ja. Hast wirklich dein Herz aufgemacht, bist dem gefolgt. Und das ist ja ganz interessant, vor ein paar Wochen, also vor ein paar Tagen, habe ich mit Otto eben auch ein Interview machen dürfen und da ging es um die Ahnen. Und du erzählst jetzt gerade von deiner Großmutter. Nein, die Schwiegermutter. Schwiegermutter, genau. Das heißt, die Schwiegermutter hat dir da schon ein Zeichen gegeben und dich angestupst sozusagen, wahrscheinlich, in die Richtung. Die ist aber noch nicht vorbei. Immer, alle paar Jahre kommt sie wieder, hätte ich gesagt. Ne? Aber also, nicht nur bei mir, sondern letztes Jahr war sie beim vom neuen Freund von meiner Tochter und hat hier in unserer Küche immer so eine Art mit dem Lachen scheinbar so eine Bestätigung gegeben, oh, das passt so. Dann auch die Schwester von meiner Frau sagt, okay, morgen ist wieder der Todestag von der Mama und dann bricht auch dieses Lachen mitten in der Pizzeria los und jeder konnte es hören, öffentlich. Und das sind natürlich dann schon auch immer wieder Zeichen, wo man sagt, okay, scheinbar auf den richtigen Weg. Und das ist ja wirklich interessant. Ich hatte vor kurzem ein Medium getroffen. Ich habe das gar nicht gewusst, dass es ein Medium ist. Ich war bei Dreharbeiten unterwegs mit der Christine Nemeth in Österreich. Die macht Heilgesang, Healing Voice. Und wir saßen da an dem Tisch zum Mittag. Die hat da gerade gekocht. Und dann sitzt eine Dame mir gegenüber. Und diese Gruppe, die sie gehabt hat, war alles nur lauter Italiener. Die sprachen also kein Deutsch. Aber ein Junge war dabei, der konnte Englisch. Und er hat gesagt, okay, die Dame möchte gern mit dir sprechen, ich hätte eine Botschaft für mich. Und dann, okay, und hat sie dann daneben gesessen und hat dann eben gedolmetscht in Englisch. Mhm. Und die hat mir dann eben meine verstorbene Schwiegermutter eben erklärt, dass die hier hinter mir steht mit ein paar Details, die ja eigentlich nur Insider wissen können. Da habe ich gesagt, wow, die Carola steht hier. Und dann hat mir die gesagt, okay, in Zukunft passiert dies und das und da muss ich aufpassen, weil die hat eine Botschaft für mich. Und die hat auch gesagt, dass mir die hier auf diesem Weg mit ein paar anderen auch noch begleitet, weil die so fasziniert sind von der Arbeit, die ich mache und sich die geistige Seite darüber so freut, dass wir jetzt plötzlich immer diese Botschaften ein bisschen weiter unters Volk kommen. Also ich spüre jetzt gerade ganz klar, dass deine Schwiegermutter da ist und sich so freut, dass wir beide jetzt gerade hier sitzen. Das glaube ich sofort. Ja. Weil auch die Zukunft, wir Visionäre sind wir beide und unseren Herzen natürlich folgen und ich spüre auch, dass sie eine Schutzpatronin für euch ist. Ganz große Schutzpatronin. Ja, du brauchst ja doch schon auch immer wieder Schutz, weil wir leben ja praktisch jetzt quasi in zwei Welten. Wir sind auf der einen Seite dem Jenseits so nah, was wir als Jenseits bezeichnen, wobei es ja eigentlich viel, viel komplizierter ist, viel komplexer ist. Die Schwierigkeit ist tatsächlich, diese Erkenntnisse, die ihr, sage ich mal, errungen habt die letzten 6 Jahre, mit diesen vielen Gesprächen von Wissenschaftlern weltweit, auch sensitiven. Ich war ja, wie gesagt, in ganz Europa unterwegs, in Amerika unterwegs und das nicht nur einmal, sondern öfters in den letzten Jahren, um daraus eben 10 Dokumentationen zu machen, 8 Bücher zu machen. Es kommt gerade das neue Buch auf den Markt. Dann haben wir ja diese Fernsehserie gemacht, Timeless, die letztes Jahr im TV gelaufen ist und heuer eben nur auf Gaia.com. Mhm. Und jetzt vor kurzem haben wir angefangen, eine neue Fernsehserie zu drehen, die heißt Wurzelheimat. Mhm. Der Talk ins Unbekannte. Und viele fragen, ja, wieso Wurzelheimat, ist das nicht ein bisschen bayerisch? Da ich, klar, wir sind ja von Haus aus Bayern, das kennt man ja an unserem Dialekt, das kann man ja nicht verleugnen, aber Wurzeln sind ja immer in der Regel so, dass man die nicht sieht, weil die sind ja verdeckt und die gehen ja irgendwo ganz tief runter und die sind ja praktisch der Bereich, sage ich mal, wo es eigentlich mit dem Leben oder mit diesen Dingen losgeht und diesen Wurzeln spüren wir vom Menschen nach, die wir zum Beispiel, du warst ja auch schon in dieser Sendung, ja, die unglaubliche Dinge erlebt haben, die eben Sonderfähigkeiten haben, wenn ich es einmal so sagen darf, Menschen, die mehr sehen, mehr fühlen, mehr wissen oder eben andere Erlebnisse hatten und darüber jetzt sich trauen, öffentlich zu sprechen. Früher kommt mir das nicht, weil jeder gesagt hat, ja, die müssen wir jetzt in die Psychiatrie einweisen, die ist ja schizophren oder hat sonstiges Syndrom, das irgendwo nicht in unser Weltbild passt. Und immer mehr Menschen beginnen aber, sich dieser Fähigkeit hinzugeben und die auszuüben und die auch als Beruf umzusetzen. Und das ist, glaube ich, auch die Veränderung, die kommen wird, dass nach Corona oder Corona wäre ja nie vorbei sein, aber das ist jetzt der Anstoß, dass die Menschen wieder in sich gehen, dass wir wieder auf diese Intuition, auf diesen Verstand zwar schon noch benutzen, aber nur für einen Bereich, wenn wir hier unsere Technik bedienen oder was ich, wenn wir
wenn wir irgendwas tun müssen, das wir begreifen müssen. Und der Rest ist praktisch in die Zukunft blicken und diese Tätigkeit auszuüben, die man im Herzen trägt oder die man, für die man eigentlich hierher gekommen ist. Weil das Interessante an dieser Geschichte ist, wir haben ja herausgefunden, dass wir hierher kommen und bestimmte Aufgaben haben. Und diese geistige Seite ist oft ganz intelligent. Die sagen, ich meine, wenn wir bei der Christine Nimmitt bleiben, die war ja Opernsängerin, hatte eine perfekte Ausbildung und bevor ihre Karriere so richtig durchstartete, bekam die keinen Job mehr. Und die geistige Seite sagt, stopp, du machst jetzt nicht mehr diese Opernsängerei, sondern du machst jetzt den Heilgesang für die Menschen. Für das bist du hierher gekommen. Genau. Also die bilden dich manchmal in einem bestimmten Beruf aus, damit du das machen kannst, mich eben als Kommunikator, und um diese Dinge zu lernen und dann sagen, okay, stopp, aber jetzt mach bitte deine wirkliche Aufgabe, für die du hier inkarniert bist. Und das passiert auch immer mehr, weil, Nepomuk, wie machst du das zum Beispiel? Wir hatten jetzt heute schon so einen kurzen Moment, man hat ja eine Aufgabe, eine Lebensaufgabe, eine Bestimmung, der man folgt, man kann gar nicht aus, es kommt eins zum anderen, es fließt ja dann irgendwann, wenn du das machst. Und dann gibt es auch diese Grenzen, die habt ihr bestimmt auch schon erfahren. Und einige von euch sind ja gerade am Entstehen. Also ihr fangt gerade an zu leuchten und beginnt gerade zu verstehen, wie das funktioniert. Und da gibt es dann eben so Menschen wie ich und auch andere oder eben die Christine von Nimmitt, die das dann macht mit der Voice-Stimme und euch zu unterstützen. Aber wie ist es für dich, wenn du dann an so einen Punkt kommst, wo man dann sagt, boah, es ist irdisch, so viel, das eigentlich entgegenwirkt, wo ich gar nicht nach vorne komme und ich habe das Gefühl, ich verliere mein Vertrauen. Wie kann ich denn in dem Vertrauen bleiben, dass ich weitergehe? Weil das passiert nämlich. Die ersten Schritte, die man geht, sind meistens so hart, dass man sagt, das kann nicht funktionieren. Das kann einfach nicht funktionieren, weil keiner mich versteht. Ja, wie hast du das gemacht? Ja, das Problem. Probleme sind ja Meister, heißt es immer. Probleme sind etwas, wo man sagt, okay, es gibt immer eine Lösung. Manchmal liegen die Lösungen nicht in diesem normalen Denken, in diesem materialistischen Denken, die wir mit dem Verstand erfassen können, sondern es tut sich praktisch, wenn man aufhört zu denken, wenn man sich eben in dieses Gefühl begibt, in diese, ja, wie sagst du immer, in dieses Vertrauen hinein, dass man sagt, okay, das ist jetzt mein Weg. Und wenn mir dieser Weg ist, dann wird mir diese Steine auch aus diesem Weg geräumt. Natürlich oftmals nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich es gern hätte, aber es kommt. Bei uns ist ja immer so, dass man sagt, okay, wenn wir hier in dieser materialistischen Welt was tun, dann brauchen wir ja immer unser Geld. Geld ist ja das Bezahlmittel, wo man unsere Miete, Strom, was ich alles, was man halt braucht, Technik und so weiter bezahlen muss. Aber diese Tätigkeiten, die wir machen, sind ja doch momentan noch nicht so, sage ich jetzt mal, publik, dass die Menschen, sage ich mal, wenn du ein Fußballspieler bist, dann hast du hier Einschaltquoten ohne Ende. Wenn du aber über die geistige Seite sprichst, dann hören dir Menschen vielleicht zu, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Die Materialisten werden sagen, ja, das ist ja Esoterik, mit dem wollen wir gar nichts zu tun haben und schalten dich gar nicht ein. Das heißt, wir müssen diese Botschaften zuerst einmal so weit transportieren, dass die Akzeptanz steigt. Und da ist natürlich immer wieder bei mir zum Beispiel finanzielle Hürden zu überwinden, dass die Menschen sagen, ja, ich kaufe sowas nicht, sowas muss ja von Haus aus kostenlos sein und so weiter und so fort. Aber ich habe erfahren, dass immer, wenn es an einen Punkt kommt, wo es eigentlich glaubt, es geht nicht mehr weiter, dann sage ich, okay, dann gebe ich das wieder ab oder sage, okay, jetzt, ich bin ja der hier mit dieser Materie hier agiert. Und dann sage ich, okay, jetzt brauchen wir ein bisschen wieder den nächsten Step und dann ja, warte ich ja theoretisch ab, bis der nächste Step kommt und dann kann ich wieder weitermachen. Also das ist jetzt genau die Zauberkraft, von dem jetzt der Nepomuk spricht, ja? Weil das, was ich immer meine mit der Zauberkraft, ist ja dein eigenes Wirken. Du hast ein Feld um dich herum und das strahlt. Und wenn du das Feld, dein Team, deine Mitglieder, deine Ahnen, deinen Schutzengel oder wie du sie nennen magst, ja? Wenn du die in dein Feld holst als Team, und ihnen sagst, so jetzt bin ich aber an einer Grenze, bitte helft mir jetzt irgendwie hier vorzukommen oder den Läufer zu aktivieren und zu sagen, geh mal ein paar Schritte nach vorne in die Zukunft und arrangier das bitte für mich, ja, dann kommt man da voran. Und wir beide haben uns jetzt gerade, bevor wir das Video gestartet haben, weil wir sind wahrhaftig, haben uns angeschaut und haben gesagt, also ich kam gerade vom Steuerberater, der Nepomuk sagte, ja, ich habe auch ein paar Rechnungen da liegen. Und wir sahen uns an und haben gesagt, das wird eine interessante Nummer, wie wir das hier meistern. Und wir haben uns dann angelacht und haben dann gemerkt, okay, das war jetzt Bestimmung, dass wir hier an dem Ort sitzen, dass wir uns gegenseitig Energietransfer, also gegeben haben. Er hat auch gespürt, ganz klar, und ich auch. Und wir waren beide plötzlich in einer Auflösung. Und das war der Moment, was auch immer dann kommen mag, aber wir sind im Vertrauen und wir waren jetzt so friedlich, dass wir jetzt das Video starten konnten für euch. Also das ist immer etwas Wichtiges, erst in sein Herz zu gehen,
zu schauen, was bewegt mich gerade, das Fühlen, wie gesagt, ne, wo die Männer dann auch oft nicht viel anfangen dürfen, können damit. Aber der innere Krieger, der ist ja in dir selbst und vor allem in der Männerkraft. Und den inneren Krieger hast du. So eine starke Rüstung. Und das, was der Nepomuk macht, ist genauso wie ich. Wir sind Leidenschaft, wir machen es mit Liebe und mit vollstem Herzen, mit allem, was wir können. Ja, und wir haben Familie im Hintergrund. Wir dürfen auch, wir haben mein Mann und die Kinder und so weiter, so wie bei dir und deine Frau und deine Kinder. Und natürlich ist das, so gesagt, ein Risiko von außen. Aber für uns nicht. Na gut, wenn man es so materialistisch betrachtet, ist das ganze Leben ein Risiko. Meistens endet es irgendwo im Dimensionswechsel, aber das ist ja auch also so, dass wir hier immer ja, permanent neue Realitäten beleben und unsere Erfahrungen sammeln, unser Bewusstsein erweitern und Dinge machen. Und wenn man das weiß, das sagt, okay, dieses Vertrauen aufzubauen, diesen Verstand auszuschalten, weil der Verstand will ja permanent, der denkt ja materialistisch, der weiß ja ganz genau, wann was wie zu laufen hat oder wie das funktioniert. Aber wenn man diesen Verstand ausschaltet, erst dann können diese Unmöglichkeiten passieren, dass man plötzlich auf Menschen trifft. Bei mir ist es so, dass mich von einem, sage ich jetzt mal, wichtigen Menschen, für diese Arbeit, zum nächsten wichtigen Menschen, ich würde geführt, die kommen auf mich zu. Also ich muss nicht irgendwo das Telefonbuch rufen und sagen, wen rufe ich als nächstes an, wer arbeitet in diesem Bereich, wer hat hier so Sonderfähigkeiten, sondern die sehen an meiner Arbeit und die melden sich bei mir und ich habe praktisch jeden Tag automatisch meine Termine und auch die restlichen Sachen, auch wenn das vielleicht nicht ganz so materialistisch läuft, das kannst du sowieso mit dem Verstand gar nicht machen. Aber wie gesagt, jetzt habe ich 6 Jahre hinter mir, am Anfang waren immer wieder diese Widerstände, da waren wir immer wieder beginnt. Vor allem als jemand, der früher beraten hat, der früher, sage ich mal, die Unternehmen gesagt hat, wie schaut der Markt aus, die Zielgruppe, wie denkt die, wie fühlt die, wie muss man die positionieren, was brauche ich für Bilder, für Sprache, für einen Kontext und so weiter, wie muss der Kommunikationsauftritt sein, damit ich möglichst, sage ich jetzt mal, die Zielgruppe erreiche, dass man die Produkte abkauft. Das ist altes Denken. Das kannst du alles in der Pfeife, sage ich mal, rauchen. So läuft es in Zukunft nicht mehr ab. So wirst du auch in Zukunft keine Produkte mehr verkaufen können. Ich denke auch, die ganze Wirtschaft wird jetzt erkennen, dass wir hier anders agieren müssen, und zwar eben mit diesem Herzen, man sagt, okay, und der Rest kommt auch auf uns zu. Und das ist natürlich das Spannende, das zu lernen, dass man immer wieder diese Denkwiderstände oder diese alten, sagen wir, Muster einfach nicht mehr aktiviert, sondern sagt, okay, heute ist ein super schöner Tag, die Sonne scheint und ich habe meine Aufgabe und auf die konzentriere mich und der Rest kommt automatisch. Eigentlich etwas, wo der Materialist sagt, ja, du kannst doch dich nicht den Zufall überlassen. Man muss doch planen, man muss doch organisieren, man muss doch strukturieren, da hat eine Liquiditätsplanung, da muss doch alles, nein, alles alter Hut, so funktioniert es nicht. Nein, es funktioniert. Und du hast deine eigene Matrix. Das, was deinem Pumuk auch gerade hier sagt. Ich bin so dankbar, dass wir heute hier sitzen, weil da draußen so viele Menschen sind und ich spüre das auch immer mehr. Jeden Tag mit E-Mails, die reinkommen, mich anschreiben und sagen, Simone, wie soll ich das? Ich habe da, weißt du, ich bin gekündigt worden und ich kann das jetzt doch nicht anfangen, ich habe ja gar keine Grundlagen und so weiter und so fort. Aber genau, das ist Denken. Ist, und wenn sie es einfach machen. Ja, genau. Und da geht's los. Richtig, danke. Das ist der Impuls, dieses Machen. Geh einfach nach draußen und mach gerade das, was dir gefällt. Mach gerade das, was dir Spaß macht. Je mehr du das tust, umso mehr kommen diese kleinen Türchen oder die kleinen Steinchen oder große Steinchen weg, weil die geistige Welt dich nicht schon so voll damit befallen will, sondern ein Stückchen weiß, dass du darin wachsen kannst. Vor allem ums Wachsen. Ja, vor allem hast du ja das Problem, wenn du permanent denkst, wenn du permanent in diesen Strukturen denkst, wir kommen ja keinem Hübeln, wir haben ja mit dem konditioniert worden, wir sind ja so aufgewachsen, wir sind in die Schule gegangen, wir haben ja die ganze Sprache gelernt, was ich keine Ahnung, Mathematik, Physik, alle diese Dinge, wo wir gesagt haben, diese Realität läuft so. Ne? Ja, schon, aber dieses Leben oder das, was hier wirkt, ist ja viel größer als wir diese Realität. Ja. Und diese 99,99997%, die im Hintergrund eigentlich wirken, das ist eigentlich dieses Wirkfeld, auf dem wir uns konzentrieren müssen. Und wenn du denkst, kriegst du die Impulse und diese, dann bringst du permanent, da kommst du permanent an diese Leitplanken und permanent stößt du irgendwo an. Und sagst, jetzt geht es wieder nicht weiter. Ja, weil du permanent in diesem alten Denken bist. Du musst es loslassen. Auch dieses Vertrauen zu haben, okay, jetzt übertreibe ich mal. Du bist jetzt jemand, der sagt, okay, ich habe ein Schiff und jetzt ist eine Flaute. Okay? Es kommt kein Wind. Und weiß ganz genau, es reicht nur das Wasser so und so lange, die Nahrungsmittel ein so und so lange. Also wenn der Wind nicht kommt, dann verhungert und verdurst man. Jetzt kannst du hergehen, kannst sagen, okay, oh, ich denke negativ. Wenn du aber hergehst, glaube ich tatsächlich, dass es so ist, sagst du, okay, die Mächte, wenn man so sagen, oder dieses System, das dahinter steckt, sagt, okay,
wir werden dir zur richtigen Zeit genau den Wind bringen, den du brauchst, dass du da hinkommst, wo du hin musst. Jetzt genieße mal diesen Moment. So schön, so schön. Der Nepomuk hat nämlich schon so viele Filme gemacht. Und die sind dafür da, damit man sie einfach für sich, wenn sie für dich in Resonanz gehen. Es hat eine gute, super große Homepage, wo ganz, ganz viel Material drauf. Das macht ja nicht umsonst. Es ist dazu da, um, wenn es für dich in Resonanz geht, dass du es anschauen und annehmen kannst. Denn es ist wieder ein Teilchen für deinen Weg. Das habe ich festgestellt bei der letzten Reise bei einer Frau, die war so interessant, die ich machen durfte. Und die hat gesagt, Simone, du hast mein Leben gerade gerettet. Und ich habe sie angeschaut, nein, das hast du gemacht. Und sie sagt, wie meinst du das? Das haben wir in deinem Lebensplan schon integriert, dass ich in diesem Moment komme, dir diesen Stupsi gebe und dann, dass du nach vorne gehen kannst. Und so ist es auch mit uns beiden. Denn wir versuchen, die kosmische Welt mit der Erde zu verbinden. Also der Nepomuk hat genauso eine starke Anbindung in die kosmische Welt, weil er einfach ein tiefer Erdenmensch ist, aber dennoch ganz klar weiß, dass dieses Bewusstsein mehr braucht und wir öffnen uns jetzt immer mehr. Und er zeigt uns mit wissenschaftlichen, auch auf der wissenschaftlichen Basis und auch auf der Fühlbasis durch vielen verschiedene Menschen, was möglich ist. Und einfach die Augen zu öffnen, diese Möglichkeiten, die du uns schenkst, zu nehmen, das wird dir unglaublich viel helfen. Ja, das Interessante ist ja dabei, wenn man sagt, diese psychologischen, pathologischen, physikalischen Anomalien, die weltweit auftreten, seit 150 Jahren dokumentiert werden, die man in der Regel nicht, sag ich jetzt mal, in unseren, sag ich mal, Leitmedien liest, wenn dann eher negativ, die sind so gewaltig, die sind so groß, dass ich am Anfang direkt erschrocken bin, weil man gedacht hat, ist vielleicht ein kleiner Teil, den ich nicht verstanden habe. Und dann sind hier. Dann ist das komplette Bild gedreht und man sagt, wow, wieso wird dies nicht kommuniziert? Was hält unsere Zivilisation davon ab, diese, sage ich mal, größere Wahrheit zu kommunizieren? Ich denke, das ist die Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Die Angst davor, dass der Mensch tatsächlich das macht, was er gerne tut und sich nicht in vorhandene Strukturmuster, wie wir es wir haben, ja, wir gehen in den Kindergarten, in die Schule, da machen wir ein Studium und dann sitzen wir uns hier und dann sagen, okay, hier ist das Unternehmen, das sagt dir, was du zu tun hast. Und abends gehst du heim. Das wäre in Zukunft. Wir haben ja eine Zeit der Veränderung. Wir gehen in diese Veränderung, in dieses neue Luftzeitalter, wo diese Eigenverantwortung, wo man nicht sagt, jemand schafft mir irgendeine Arbeit an, sondern ich muss selber wissen, was ich zu tun habe. Ich muss mich selber vermarkten. Ich bin selbstständig. Es wird in Zukunft wahrscheinlich nur wenige geben, die irgendwo angestellt sind, sondern nur punktuell ihre Fähigkeiten einbringen für ein Projekt und dann suchen sie wieder ein neues Projekt. Das wird die Zukunft sein. Das sind auch die Kinder der neuen Zeit, die ganz anders denken, ganz anders fühlen. Auch dieses die ganze materialistische Denken, die wir jetzt haben, mein Auto, mein Haus, mein Boot, keine Ahnung, dieses Sammeln von dieser Materie, völlig uninteressant. Ich nutze das für einen bestimmten Zweck und dann gib es wieder her. Merkst du das als Papa bei deinen Kindern, dass da ein Unterschied jetzt ist von den Kindern selbst, wie die jetzt mit diesen ganzen Systemen, mit der Schule umgehen und zu dir nach Hause kommen und sagen, Papa, das ist jetzt für mich einfach nicht richtig. Spürst du da einen Schub von deinen Kindern Seite, also einen neuen Schub? Ja, das kommt auf das Kind drauf an. Es ist ja so, ist ja nicht dieser Weg oder das, was wir hier tun, ist ja nicht für alle. Es gibt welche, die haben einen bestimmten Weg, die brauchen mit dieser geistigen Seite so ganz wenig zu tun zu haben. Und da gibt es aber welche, diese neuen Kinder der neuen Zeit, die sind wesentlich, sage ich mal, sensibler, die sind wesentlich feinfühliger, die bekommen schon jede Schwingung mit, wenn sie einen Raum betreten, sagen, oh, hier läuft was schief oder gut, etc. Die brauchen eigentlich ein ganz anderes Schulsystem, die brauchen eigentlich eine ganz andere Herangehensweise an dieses Wissen, weil die in Zukunft ja nicht mehr so arbeiten wie das, was sie jetzt trainiert werden. Die gehen ja jetzt in die Schule, die haben ja immer noch dieses, sagen wir mal, veraltete Schulsystem, das kommt ja irgendwo aus der Kaiserzeit, was weiß ich, wo man hier die kasernemäßig hier die ganzen Zimmer aufgeordnet hat und da haben wir den Lernstoff. In Zukunft muss es ja so sein, wie der Gerhard Hüther das eben sagt, der hat ja einen guten Ansatz, sagt, wir müssen mal wieder vom Objekt zum Subjekt werden, wenn man sagt, jeder hat ein bestimmtes Interessensgebiet und der sucht sich dann die Menschen, die sagen, in diesem Interessensgebiet, da holen wir die Experten und das möchte ich wissen und das möchte ich lernen. Und den restlichen Wissen lasse ich weg, weil das brauche ich vielleicht nicht, nur ich hole mir es dazu. Das heißt, die Menschen oder die Kinder würden sich ihr Wissen selber aneignen, wenn sie zu diesem Zeitpunkt ein anderes System bekommen würden. Und ich glaube, da läuft es hinaus. Und da geht es auch wieder um die Eltern, weil wenn ihr da draußen, wenn ihr an euren Kindern dieses Ohr, dieses Verständnis, dieses Vertrauen, den Boden gebt, dann können sich diese Kinder, weil sie haben ja diese Gaben jetzt auch, genauso wie wir beide, etwas in die Welt zu bringen und sie werden unglaublich viel Neues erschaffen und dazu brauchen sie natürlich auch die Möglichkeit und die Basis, Unterstützung zu haben von den Eltern und das ist es nämlich, wo auch die Eltern an sich aufmachen dürfen und sagen dürfen, wenn mein Kind jetzt Stopp sagt, nachzufragen, warum das gerade so ist, oder? Ist es bei euch auch? Ja, also bei uns ist es so,
ich lasse die Kinder schon, sage ich mal, einen sehr großen Freiraum. Aber das Problem ist, sind ja hin und her gerissen. Die sind ja in diesem System drin. Die sagen, okay, die können natürlich in diesem System noch nicht ausbrechen. Die sagen, okay, ich muss hier mein Schul, meine Ausbildung, mein Abitur, was auch immer, sage ich jetzt mal, zumindest hinter mich bringen. Aber es ist schon ein Schmerzensweg. Man sieht schon, wie die, sage ich jetzt mal, Gang nach Canossa das ist, bis sie da durch sind. Nicht? Eigentlich denken die schon ganz anders. Wenn man sagt, wie lange das wir gebraucht haben, sage ich mal, ein bisschen einen Überblick über diese Welt zu bekommen, auch über diese Materialien. Waren wir ja schon, was ich, 20, 25, wie auch immer. Und die Kinder sind ja heute denkmäßig, sage ich mal, ja, viel weiter, und wie wir das damals waren. Und werden noch, sage ich mal, in diese Strukturen hineingezwängt. Und ich glaube, aber es wird immer mehr kommen in den nächsten Jahren, wo diese Strukturen aufbrechen, weil eben schon viele auch Pädagogen erkannt haben, also so können wir eigentlich nicht weitermachen. Es gibt ja diese Waldorfschulen, es gibt ja sehr gute Ansätze, aber die konnten bisher noch nicht richtig, sagen wir, aufblühen, weil wir gedacht haben, ja, das ist vielleicht gar nicht für diese Wirtschaft. Aber jetzt sieht man, dass die Wirtschaft, ne, das ist ja gerade das Problem. Corona hat ja dazu geführt, dass wir, sage ich jetzt mal, hier die Wirtschaft runtergefahren haben. Und natürlich diese Branchen, die, wie soll ich sagen, die vor Hause schon immer ein bisschen an der Kippe waren. Nehmen wir mal unsere Automobilindustrie, die eigentlich verschlafen hat, sage ich mal, in neue Technologien. Ich glaube auch nicht, dass das die Elektrotechnologie ist, sondern etwas ganz anderes sein wird. Es wird versucht, diese alten Strukturen aufrechtzuerhalten, mit viel Geld und so weiter. Mhm. Das geht aber nicht. Wenn ein System, sage ich mal, einen Systemwechsel bedarf, dann muss man den abfließen lassen. Und der wird kommen. Also da macht es halt einen größeren Schubser in den nächsten Jahren. Aber du kannst eine Veränderung nicht aufhalten. Nein, das Leben oder demokratisch gesagt, alles ist im Fluss, es ist eine permanente Veränderung und das Wissen, was wir jetzt sammeln, dass man sagt, okay, jetzt holen wir nur dieses geistige Wissen hier in diese Welt mit rein, dass man sagt, okay, wir können jetzt beweisen, es gibt ein Leben nach dem Tod, wir können beweisen, du kommst her mit einer bestimmten Aufgabe, wir können beweisen, wir sind nicht alleine, es gibt viele andere Intelligenzen, die auch hier in dieser Realität mit agieren und so weiter und so fort, dann ist es ja ein Wissen, das ja einen ganz anderen Ansatz an unser Leben stellt, weil wenn man das weiß, dann ist das Leben einen ganz anderen Sinn, als wie jetzt, sage ich jetzt mal, viel Geld in Häuser sammeln und einen guten Beruf und was weiß ich, und um Geld verdienen, aber nicht sich selber zu verwirklichen. Ja, richtig. Die seltensten Fällen passt es zusammen. Und da haben wir ja, nur einen großen Weg vor uns. Nepomuk, kannst du unseren wundervollen Seelenlichtern da draußen in die Kamera einfach mal einen Tipp geben an die Eltern oder vielleicht an die Jugendlichen, die da zuschauen, wie sie in ihrer Kraft bleiben können und auch bei sich bleiben können? Das ist ja auch ein Prozess, wie du gesagt hast. Ne? Das ist fast den Geburtskanal, den man jetzt durch muss und das schaffen wir auch und es muss kein Leitweg sein. Es gibt jetzt die Fähigkeit mit der geistigen Welt, mit Joseline, mit vielen anderen sich zu verbinden und was hast du für die Seelenlichter da draußen für einen besonderen Tipp aus deiner Weisheit heraus? Also meine Weisheit ist das, dass man sagt, auch wenn wir es nicht verstehen, was im gegenwärtigen Moment gerade jetzt heute Morgen passiert, es hat seine Richtigkeit, denn dieser größere Überblick, den können wir mit unserem Verstand gar nicht fassen. Das heißt, wenn du dir selber treu bleibst, wenn du sagst, okay, das will ich, das bin ich, das fühle ich, dann vertraue dir selbst, deinen Gefühlen, das was ist, auch wenn irgendwas negativ ist, dann wechsel den Blickwinkel, wechsel die Perspektive, sagst, in diesem Moment ist es genau das, was jetzt sein muss und dann wird es auch, sage ich jetzt mal, in diese Weise umgesetzt oder in die Richtung gehen, wie du dir das wünschst. Da gehe ich davon aus und das sehe ich auch und das erlebe ich auch. Auch diese ganzen, Tausende sind es nicht, aber Hunderte von Menschen, die ich getroffen habe, genau bei denen läuft es so. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für deine weisen Worte. Das waren jetzt wundervolle Worte zum Schluss. Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei euch. Wir könnten ja ins Unendliche reden hier. Und du hast auch so einen wertvollen Schatz. Und ich werde euch dann im Video unten noch einiges über Nepomuk verlinken. Und er macht auch wertvolle Seminare und besucht so viele wundervolle Menschen. Spürt hinein, wenn es euch für euch in Resonanz geht, dann habt ihr die Möglichkeit, oder, diese Dinge zu, ja, oder? Oder einen Vortrag von mir besuchen. Ich habe mehrere Vorträge. Ich habe diesen Vortrag jetzt vielleicht für viele Menschen, die jemanden verloren haben oder in Trauer sind. Der wichtigste Vortrag überhaupt, Illusion, Tod, Transzendenz. Ich kann hier in diesem Vortrag mit 2,5, 3 Stunden aufzeigen, dass es den Tod nicht gibt. Ich kann diese Dinge hier transparent machen, dass man es auch versteht. Und da lade ich Sie alle herzlich ein auf meinem YouTube-Kanal, auf meinem Facebook-Kanal. Sind ja immer die Termine drauf, auch auf meiner Homepage. Und da freue ich mich gerne auf euch. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Jocelyn hüpft die ganze Zeit hier. Und, ja, sehr gerne. Und ich sende euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Liebe. Und warum ich das jetzt gerade tue, jetzt in dieser Zeit, ich spüre jetzt einfach, dass im September eine Vorbereitungszeit ist, euch Menschen vorzustellen. Denn wir spüren alle, dass es ein bisschen wackeln könnte, Möglichkeiten geben könnte in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten. Und ich sitze hier nicht umsonst mit Nepomuk. Das hat auch seinen Grund, damit ihr diese Möglichkeiten erkennen könnt. Denn das, was wir jetzt hier tun, werdet ihr später brauchen. Denn wir sind Visionäre und wir wünschen euch dabei einen wirklich wahrhaftigen Weg für euch. Und wichtig ist, diese Informationen zu teilen, damit auch diese Menschen, die sich auf dem Weg befinden, die, weil wir können ja nicht missionieren, wir können immer nur aufzeigen, wir können Menschen, die auf der Suche sind, eben hier diese Steinchen hinlegen und sagen, ach ja, genau, auf das habe ich gewartet, diese Informationen würde ich mir gerne ansehen. Mhm. Aber darum ist Teilen so, so wichtig, denn wir haben leider keine öffentlich-rechtlichen Fernsehgebühren und können hier, sage ich mal, für 22 Millionen ein Fernsehstudio machen und einen eigenen Sender, das würden wir nicht gerne, das kommt mit Sicherheit in Zukunft, in den nächsten Jahren sowas, das wäre das Ziel. Aber darum haben wir auf euch angewiesen, dass ihr sagt, okay, ich helfe dazu bei, hier das viral zu verbreiten, damit Menschen, die sich auf der Suche befinden oder in einer Krise sind oder eine Antwort brauchen, hier auf diese Informationen stoßen. Danke. Und dieses Netzwerk abzugreifen, ganz dass genau. Wir jetzt hier alle verbinden, denn die Gemeinschaft wird immer größer und ich möchte euch jetzt einfach einen Teil des Netzwerkes in Jocelyns Traum TV zeigen und deswegen vielen Dank, dass du da warst. Danke an die Zuseher. Alles Liebe, ihr Lieben. Ja, bis zum Schluss, genau. Und wir wünschen euch alles Liebe und passt auf und einen wunderschönen Sonntag euch noch. Alles Liebe.